Und hier sind eure Gastgeber. Radek und Chris begrüßen euch zum 18. Spieltag. Ja, und wir haben es geschafft, zum zweiten Spieltag in Folge im Plus zu sein. Und es hätte ja noch viel mehr sein können, wenn der Junge meine Wette gegen Mainz akzeptiert hätte. Aber ich bin nicht nachtragend. Oh Gott, du hättest auf Frankfurt getippt. Vergiss es nicht. Wir hätten dann auch viel mehr Minus sein können. Aber wir schauen jetzt gleich zum Freitag und wir hätten oder haben auch eine kleine Neuerung am Ende aufgrund eines User-Kommentars. Aber dazu dann am Ende mehr, wenn wir eben am Ende sind. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Radek ist das erste Spiel und das ist ja ein richtiger Leckerbissen für einen Freitag. Jetzt muss man aber sagen, Dortmund spielt gar nicht lecker, wenn du dir die letzten Wochen anschaust. Und was auch interessant ist, am Lucien Favre lag es nicht, dass es so Auf und Abs gegeben hat und die Anspannung, die Mentalität vielleicht gefehlt hat. Es liegt anscheinend doch am Team. Nach der Niederlage gegen Leverkusen, also jetzt gegen Gladbach, die in den letzten Spielen auch wieder mehr zu ihrer Form gefunden haben, durch einen knappen 1-0-Sieg, könnten sie jetzt gegen Werder, können sie jetzt auch mit einem Sieg gegen Dortmund an denen vorbeiziehen. Schaffen sie das? Man könnte sich's vorstellen, aber ich sehe da jetzt keine Mannschaft gravierend stärker. Und wenn man sich die Quoten reinzieht, hat man definitiv meiner Meinung nach mal kein Value auf Dortmund zu gehen, weil sie, wie du gesagt hast, da die wankelmütigsten Spieler überhaupt sind. Didi Hamann hat sie auf den Punkt gebracht. Charakterlos sind diese Dortmunder. Und ja, dem kann man fast nicht widersprechen. Deswegen glaube ich, dass diese Quoten hier für Dortmund mit 2,3 leider Gottes nicht angezeigt werden und deswegen zu niedrig sind. Aber auf Gladbach würde ich jetzt auch nicht unbedingt mein Geld verwetten und in dem Fall Freitagabendspiel, zwei ausgeglichene Mannschaften, die beide um die internationalen Plätze wetteifern, die beide nicht verlieren wollen, wo keiner jetzt die Argumente für einen Sieg hat. 3,8 für einen Unentschieden würde mir gefallen und da haben wir ja die letzten Spieltage auch ganz gut damit abgeschnitten. Ja, haben wir im Hinterkopf. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Gladbach gewinnt. Dortmund habe ich in den letzten Wochen schon ein bisschen zu viel zugetraut. Von daher unentschieden und zum nächsten Spiel. Das ist Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt. Also da sind ja zwei Teams, die wirklich in guter Form, wenn nicht sogar in Topform sind. Wenn man sich die letzten Spiele vor allem der Arminia anschaut, könnte man ja meinen, das ist ja schon eine der Top-Mannschaften der Liga. Die haben jetzt gegen Stuttgart 3-0 gewonnen. Das hätten die wenigsten wahrscheinlich vermutet. Ich sicher nicht und viele andere bestimmt auch nicht. War ja jetzt auch absolut unvorhergesehen. Mit 10 Toren vorher Bielefeld, jetzt 3 in einem Spiel und gegen Stuttgart im Aufsteigerduell gewonnen. Hut ab und auch zuvor die Spiele natürlich gepunktet. Und das macht Bielefeld jetzt mit Platz 15 zu einer Mannschaft, die jetzt zumindest besser ist als vieles, was da unten sonst so rumschwirrt. Gegen Frankfurt haben wir aber eine andere Mannschaft, die ebenfalls zuletzt in guter Form war. Dieses 2-2 gegen Freiburg würde ich auch als gutes Spiel bezeichnen und sie haben wieder nicht verloren. Ja, und bei Bielefeld echt krass, nur 24 Gegentore in der kompletten Hinrunde kassiert, aber nur ein Gegentor in den letzten 450 Minuten. Also nur bei der 1-0-Niederlage, jetzt fällt mir nicht ein, gegen wen haben sie ein Tor kassiert. Ich glaube, es war gegen Gladbach. Auf jeden Fall haben sie jetzt richtig gut gepunktet, sind erstmal guter Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Ich glaube aber, dass Frankfurt trotzdem den Höhenflug der Bielefelder stoppt und man diese 1-8-3 doch einlocken sollte, Radek. Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also da würde man jetzt natürlich diesen Aufwärtstrend der Bielefelder schon ein bisschen schlecht reden. Und diese 1,8 ist halt gerade so irgendwie an der Grenze, dass ich es irgendwie gut finden würde. Gehe natürlich auch davon aus, dass Frankfurt dieses Spiel gewinnen muss, fast schon, wird wahrscheinlich. Aber zu 65-60% wahrscheinlich bin ich mir dann auch nicht. Und da gibt es halt nicht viel Value her, meiner Meinung nach, in diesem Spiel.
auch wenn ja natürlich viel für Frankfurt spricht, aber halt andere haben Bielefeld wie Stuttgart zum Beispiel auch schon unterschätzt. Deswegen finde ich diese Wette nicht so wirklich brillant. Ja, finde ich, kann man so sagen. Auch wenn ich jetzt gerade Tendenz Frankfurt bin, ist die Quote gerade so rum, dass man sagt, lieber Hände weg. Ja, bei Leverkusen-Wolfsburg, das ist ja auch ein absolutes Spitzenspiel fast schon. Jetzt hat Leverkusen gegen Dortmund gewonnen. Das war auch nach den letzten Leverkusen-Ergebnissen ein Befreiungsschlag für die Werkself. Und damit sind sie jetzt auf Platz 3 zwar zurückgefallen, warum auch immer, trotz des Sieges, hier der Pfeil nach unten, egal. Wolfsburg 3 Punkte dahinter. Nach wie vor eine starke Saison mit erst 2 Niederlagen. Ich denke, ja, das kann in beide Richtungen gehen. Und was macht man in solchen Fällen? Natürlich schauen, was die Unentschiedenquote ist bei 3,78. Ja, ist grenzwertig. Also Wolfsburg traue ich hier normalerweise, und auch wenn wir das bei den direkten Vergleichen sehen, glaube ich, dass Wolfsburg in Leverkusen in der Vergangenheit nicht schlecht abgeschnitten hat. Die Quote auf Leverkusen für einen Heimsieg mit einer 2-1 jetzt aber auch nicht komplett verkehrt. Also das ist so am Rande. Ich finde, du kannst Heimsieg, aber auch Unentschieden tippen. Wolfsburg hat jedoch gegen Dortmund und Bayern, auch wo sie verloren haben, gut mitgehalten, hätten punkten können. Deshalb Unentschieden ist, glaube ich, ein fairer Punkt, denn die Wolfsburger Mannschaft hat sich vorne etabliert. Absolut. Also. Und gerade weil es hier ja, finde ich, nicht so einen klaren Sieger gibt, wie du den siehst, in meinen Augen, finde ich die Quote auf Leverkusen nicht korrekt. Was man natürlich machen könnte, wo wir natürlich ein Verbot haben, hier zu schauen, ob es eine interessante Wette auf Übertore gibt. Und ja, ein 1,77 auf über 2,5 Tore beim Spiel, das ja 2:2 ausgeht für Insider, wäre das doch eine interessante Wette. Aber wir dürfen nicht mehr darauf wetten, weil wir mit diesen Overwetten bisher einfach zu oft falsch lagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Ja, du kannst es später noch anbringen, diese Wette, aber zu oft falsch liegen ist noch freundlich gesagt, im Prinzip lagen wir nie richtig. Richtig, oft richtig lagen wir jedoch in den letzten 2 Jahren beim FC Augsburg. Die dürfen jetzt gegen das Sensationsteam aus Berlin ran. Witzigerweise haben wir, oder erstmal zu Augsburg, die spielen ja tatsächlich gerade gegen die Top 6 Mannschaften in Folge. Erst gegen Bayern, jetzt geht es gegen die anderen 5 Mannschaften, die auf den Positionen 2 bis 6 sind, und Union ist der nächste. Im Hinspiel konnten sie punkten, da haben wir auch diesen Tipp richtig gehabt. Da war schon Augsburg Außenseiter, und ich glaube tatsächlich, dass sich die Geschichte in dieser Saison wiederholen wird, dass Augsburg viele Punkte gegen die gleichen Mannschaften holt. Und deshalb, Radek, die haben eine Außenseiterquote als Heimmannschaft. Lass uns doch da mal schauen, ob vielleicht sogar mit einem 1x oder Asian Handicap 0 was geht. Oder sagst du, der Union Berlin-Trend, dass sie so stark sind, setzt sich vor? Gegen Leipzig hätten sie höher verlieren können, muss man auch sagen. Auf der anderen Seite eine knappe 1-0-Niederlage steht nach 90 Minuten auf dem Blatt. Mhm. Was prinzipiell kein schlechtes Ergebnis ist. Also wir haben ja auf Union mit 0,2 Einheiten gesetzt, weil sie eine sehr, sehr attraktiv hohe Quote hat mit 8,0. Sind eigentlich schon mehr oder weniger davon ausgegangen, dass man diesen Einsatz abschreiben kann. Aber wenn es natürlich ein bisschen anders gelaufen wäre, aber egal. Hier finde ich die Quote für Union viel zu niedrig irgendwie. Ja, das stimmt schon, aber Augsburg hat jetzt wenige Argumente. Die haben echt schlecht gespielt, haben jetzt 3 Niederlagen in Folge. Herrlich ist sowas von angezählt. Natürlich gegen Bayern mit einem Torunterschied zu verlieren, ist jetzt auch jetzt kein Genickbruch für Augsburg. Hätten ja sogar noch einen Punkt holen können, aber Bayern ist ja in Augsburg immer ein bisschen spendabel. Aber Union grundsätzlich, ja, vom ganzen Saisonverlauf her und von der Spielweise wesentlich besser einzuschätzen als Augsburg. Und daher tue ich mich hier schwer, in dieser Partie irgendwas in Richtung Augsburg zu gehen. Ja, du darfst nicht vergessen, dass Union ja auch deutlicher Quotenfavorit ist. Nichtsdestotrotz ist es in der Bundesliga
passieren viele verrückte Sachen und ich glaube, ein 1x könnte man schon anspielen. Ja, aber was du gerade als Heimvorteil vielleicht so ein bisschen interpretiert hast, ist ja gerade eben fast andersrum, dass ja dir es keinen großen Heimvorteil mehr zu geben scheint in der Bundesliga. Von daher erst eher die Auswärtsteams zu favorisieren sind. Aber auch hier bei einer Quote über 2, zwischen 2,0 und 2,5, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden erhöht. Hab das mal ein bisschen analysiert, deswegen geht dieses Spiel wahrscheinlich 1-1 aus, aber wir wetten nicht drauf. Nee, also unentschieden, da taugt mir das auch nicht. Ja, hier sehen wir sicherlich kein Unentschieden, also da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, auch wenn Leipzig natürlich schon auch gegen schwächere Gegner sich das ein oder andere Mal schwer getan hat. Nichtsdestotrotz haben die Mainzer halt auch wenig zu bieten, um jetzt hier gegen ein Team wie Leipzig standzuhalten. Klar, Dortmund, aber da haben sie einen Punkt geholt, aber dann halt auch wieder letzte Woche nicht. Ja, oder unter 7 Punkte nach der Hinrunde. Viel schlechter geht es eigentlich nicht. Ist ein Wunder, dass du da mit gleicher Punktzahl nicht mal alleiniger Letzter bist. Man muss sagen, Mainz läuft nicht so gut. Wir haben viele Wetten auch dank mir verloren, weil wir Mainz stärker eingeschätzt haben. Jetzt schauen wir uns aber einfach mal wirklich die Stärken beider Teams an und Leipzig ist ja prädestiniert, die Mainzer zu vernichten. Die Quote von 1,48 hätte eigentlich schon Value genug. Von daher könnte man schauen, was bei einem Minus 1 vielleicht noch mit einem Handicap hinzukommt. Aber ich glaube, auch in der Vergangenheit habe ich im Kopf, dass da Leipzig ganz gern mal 5-0 gewinnt. Mhm. Haben sie letzte Saison de facto gemacht. Ich glaube, so 8-0 war es, glaube ich, sogar. Das war irgendwie die höchste Niederlage für Mainz in der Bundesliga. Ich habe mit also niedrigen Quoten allgemein ein Problem, weil man da immer viel zu viel riskiert im Vergleich dazu, wie viel man gewinnen kann. Und was halt so Favoriten wert sind, wie Bayern oder Leipzig oder auch Dortmund in letzter Zeit, hat man ja oft genug gesehen. Da waren wenig klare Siege dieser Favoriten am Start. Deswegen klar, Leipzig muss dieses Spiel gewinnen. Wahrscheinlichkeit ungefähr 70%, dass sie es auch gewinnen. Deswegen 1,48 okay. Aber für ein Handicap zu gehen, ist immer noch nicht wirklich so super gut mit minus 1, 1,72. Das ist mir zu wenig. Und auf minus 1,5 zu gehen auf Leipzig, da fehlt mir irgendwie ein bisschen das Vertrauen in die Leipziger. Habe ich zu viel Angst? Würdest du das machen? Nee, also minus 1 ist das höchste aller Gefühle, weil ich schon glaube, dass Leipzig gewinnt. Aber du hast es angesprochen, nicht nur der knappe Sieg jetzt gegen, Union. Union, sondern auch gegen Köln haben sich schwer getan. Gegen Bielefeld war es ein 1-0 nur. Also, Bremen auch, glaube ich. Ja. Ja, das ist minus 1 würde ich noch mitgehen, aber mehr werden wir auch zu gefährlich. Und da ist die Quote leider ein bisschen zu niedrig. So, das kann man vielleicht in eine Kombi-Wette packen, sagst du dann an der Stelle immer. Ich würde sowas natürlich nicht machen, aber okay. Freiburg-Stuttgart ist ja ein richtig interessantes Spiel, weil wir da auch schon diese Partie zweimal bisher in dieser Saison hatten. Einmal in der Liga, das Hinspiel, erster Spieltag, Freiburg zur Halbzeit 3-0 geführt gegen den Aufsteiger. Dachte man, was sind das für Leute? Haben sie noch 2 Tore geschossen und knapp 3-2 verloren. Dann lange Zeit kein Spiel verloren, die Stuttgarter, nach dieser Auftaktniederlage. Auch bisher eine souveräne, starke Saison aufs Parkett gelegt. Und jetzt dieser längst überfällige Dämpfer, an der Börse sagt man irgendwie Kurskorrektur dazu. 3-0 gegen Bielefeld, das kam irgendwie ganz schön unvorbereitet für die auf Wolke 7 schwebenden Schwaben. Freiburg hingegen nach wie vor Top-Performer, muss man fast sagen. 2-2 gegen Frankfurt, davor nur knapp gegen Bayern verloren und auch davor 5 Spiele gewonnen. Also diese Freiburger sind nach wie vor relativ on fire, würde ich sagen. Haben aber das DFB-Pokalduell gegen Stuttgart mit 1-0 verloren, als Stuttgart noch ein bisschen stärker war. Sind die Stuttgarter jetzt endgültig auf dem absteigenden Ast? Sollte man gegen sie wetten oder traut man da Freiburg einfach auch zu wenig über den Weg? Ja, die Konsolidierung war überfällig, um auch in der Börsensprache zu bleiben. Hier ganz, ganz spannende Sache. Einfach nur mal so von der subjektiven Wahrnehmung. Hast du im Kopf, dass Stuttgart eine
bombastische Hinrunde gespielt hat. Und das haben sie, finde ich, auch für den Aufsteiger und auch die Ergebnisse, die sie teilweise geliefert haben. Bei Freiburg hatte man eigentlich so das Gefühl, nee, nicht mehr ganz so gut wie im letzten Jahr. Am Anfang waren sie auch im hinteren Tabellenfeld dabei. Aber durch die Siegesserie sind sie jetzt auf einmal Neunter. Und das ist so richtig leise, haben sie sich da nach oben gearbeitet. Und ja, sie haben das Hinspiel gewonnen. Wenn du dir die Quoten anschaust, 2-6-7, wenn du für einen Freiburger Heimsieg, wenn du dir überlegst, die haben daheim wirklich alles abgeräumt oder Punkte geholt gegen Teams, wo man erwartet, dass sie gewinnen oder zumindest unentschieden spielen. Freiburg ist daheim eine Macht. Und von daher, du machst den Coinflip. Ich sag Asian Handicap 0 auf Freiburg, also Draw No Bet. Beides natürlich eine Option. Kopf ist Freiburg, Zahl ist Stuttgart. Was sagst du? Freiburg, sage ich. Also Kopf. Und es ist Zahl. Also die Münze, mal schauen, wer mehr Ahnung hat, diese 1-Euro-Münze oder Chris Custodian. Also die Münze sagt, Stuttgart hat Value. Aber ich sag, das Unentschieden hat Value, ganz klar, natürlich 3,9 bei einem Spiel, das wirklich in beide Richtungen gehen kann. Bei dem Freiburg meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Momentum auf seiner Seite hat. Deswegen schauen wir uns doch die Asian Handicap 0-Quote durchaus an. Die liegt genau an der Linie bei 1,99. Und das ist definitiv eine interessante Wette, aber ich finde diese 3,9er-Quote noch wesentlich attraktiver und vor allem riskiert man weniger mit 0,3 Einheiten, als wenn man jetzt hier auf Asian Handicap 0 setzt, wo man beim Unentschieden nichts gewinnen würde und im relativ, ja, hat Freiburg eine 50-prozentige Gewinnchance, würde man was gewinnen, aber weiß nicht, gefällt mir irgendwie nicht 100 pro, auch wenn ich es nicht ganz in die Tonne treten würde. Ja, unentschieden glaube ich nicht. Ich glaube, dass Freiburg das wirklich gewinnt. Dann kann man auch immer überlegen, ob du sowas machst wie Asian Handicap 0,25 auf Freiburg. Das heißt, du gewinnst den halben Einsatz bei einem Unentschieden. Die Quote auch mit 1,7. Echt fair. Man darf hier nicht vergessen, es spielt der Neunte, der top in Form ist, der mehr Bundesliga-Erfahrung hat gegen ein sehr, sehr junges Team aus Stuttgart, die jetzt auch erstmal vielleicht daran ein bisschen zu knappern haben. Ich meine, die haben nicht erwartet, 3-0 unterzugehen in Bielefeld. Und die sollen jetzt Quotenfavorit sein. Da ist ein bisschen zu viel. Die sind ja nicht Favorit, dabei. Das ist ja mehr oder weniger ausgeglichen. Also das kommt ja immer auf den Buchmacher an. Also das ist ein extrem ausgeglichenes Spiel. Aber ja, 1,7 finde ich zu niedrig. Dann lass uns dieses Asian Handicap 0 machen, weil ich auch Freiburg ein Tick stärker sehe, aber wetttechnisch würde ich trotzdem privat das X bevorzugen, aber hier, um eine Wette, die wir beide gut finden, zu nehmen, würde ich das Asian Handicap auch einloggen. Ja, dass du da die 0,2 Gewichtung mehr oder weniger ein bisschen zu stark, ja, dich drauf fokussierst, aber Wette ist eingeloggt. Mhm. Okay, Hertha Bremen, da weißt du ja mehr drüber. Ich kann nur sagen, dass die Tage von Bruno Labbadia doch anscheinend eigentlich gezählt sein müssen, wenn man sieht, was Hertha an Potenzial und Zielen hat und was die Mannschaft auf den Platz bringt. Zuletzt 0-3 gegen Hoffenheim, nicht gegen Köln gewonnen, 1-0 gegen Bielefeld verloren. Okay, die sind aber auch stark. Gegen Schalke, okay, da kann man schon mal gewinnen und so weiter. Aber Hertha ist für mich eine der größten Enttäuschungen, wenn nicht die größte Enttäuschung der Saison. Auf der anderen Seite steht halt Bremen. Ja, größte Enttäuschung der Saison in der Liga, wo Schalke ist. Also das ist jetzt ein bisschen zu. Da hat man es ja mehr oder weniger fast schon erwartet. Ja, auf jeden Fall ist es nicht schön, was da passiert. Und man darf nicht vergessen, sie haben gegen eine Hoffenheimer Mannschaft gespielt, die eigentlich am Boden war, die überhaupt nichts zerrissen hat in den letzten Wochen und trotzdem haben sie sich richtig abwichsen lassen. Werder spielt im Rahmen seiner Möglichkeiten, holt hier und da seine Punkte, hält mit gegen die guten Teams, sie sind in der Offensive, in der Defensive stabilisiert, aber es ist schon lange nicht mehr der Werder-Fußball, der dieses Team so berühmt und sympathisch gemacht hat in den letzten 25 Jahren. Von daher erwarte ich hier ein Spiel mit wenig Toren. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier Hertha auch 1-0 oder 2-0 gewinnt. Ein Unentschieden sehe ich als genauso wahrscheinlich. Ein Werder-Sieg kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn es mich natürlich sehr, sehr freuen würde.
Aber eine Untertorwette würde ich hier mal mir zumindest anschauen. Wäre natürlich eine Premiere, wenn wir jetzt nach 3 Spieltagen mal wieder mit einer Torwette anfangen. Ja, aber ausgerechnet dann bei so einem Spiel weiß das natürlich auch der Buchmacher und gibt dann eine 1,78er-Quote auf unter 2,5 Tore. Das ist zu niedrig, um drauf zu setzen, meiner Meinung nach, auch wenn es durchaus Potenzial hat. Würdest du noch weiter runtergehen, die Messlatte vielleicht auf unter 2 Tore bei 2,45 legen, dann gäbe es bei genau 2 Toren das Geld zurück. Das wird dann schon eine Punktlandung oder sogar sagen, hey, dieses Spiel ist doch 0-0, setzen wir auf unter 0,5 Tore, vielleicht eine Zehnteleinheit, die keinem wehtut, aber wir haben nicht unrealistische Gewinnaussichten. Ja, das stimmt, das kann man sich überlegen, aber dann gehen wir sehr ins Spekulative, ne? Also das ist gefährlich. Fast ein X zur Halbzeit, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Also das ist ein Spiel, was prädestiniert dazu ist. Aber komischerweise, da muss ich dich echt unterbrechen, obwohl ich das meine Kinderstube verbietet, dir ins Wort zu fallen. Aber du sagst, komischerweise kommst du immer mit dieser unentschieden Wette um die Ecke, wenn es um Hertha geht. Immer. Und die Statistik spricht da immer eigentlich gegen dich, weil Hertha, zumindest letzte Saison war es so, immer auch in der ersten Halbzeit geführt hat. Oder oft. Diese Saison habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das ist halt schon auffällig. Deswegen würde ich das hier jetzt nicht als Experiment machen, aber Fulltime X könnte ich mir vorstellen, wenn ich sogar, glaube ich, erstmals überhaupt in dieser Saison sogar eine Asian Handicap-Wette auf Bremen gut finden würde, weil ich die, weil ich das mehr value-belastet finde, als auf die wirklich enttäuschenden Berliner zu gehen. Aber wie die Bundesliga so ist, wird Hertha wahrscheinlich jetzt gerade einen raushauen und naja. Dann ist sowieso alles falsch, was wir jetzt bisher gesagt haben. Ja, das kommt hinzu. Ich glaube, Hertha ist einfach zu kurios, um da jetzt wirklich was draufzusetzen. Also, wie gesagt, unter 0,5 Tore bei einer 0,1-Einheit würde mir schon gut gefallen, aber gut. Ja, wir ärgern uns, wenn es dann wirklich so gekommen ist. Auf jeden Fall. Ich mach das ja trotzdem. Eine sehr, sehr verrückte Geschichte. Auch verrückt ist dieses Spiel gewesen: Schalke gegen Köln. Wie bei so einigen Unentschieden zerfetzt uns die Nachspielzeit unseren Tipp. Bei 88, 89 Minuten habe ich uns eigentlich schon gefeiert und nach 93 Minuten gab es dann das eigentlich verdiente Tor der Kölner, den ich auch diesen Sieg gönne. Und wie im letzten Video gesagt, spannend, dass 2 Teams jetzt nur einstellig gepunktet haben. Danke auch an den Kommentar, dass das schon mal passiert ist. Trotzdem einfach kurios. Bayern, ich habe erwartet, sie hauen einen gegen Freiburg raus. Ist nicht passiert. Sie haben Glück gehabt, dass sie gewonnen haben. Ich habe nicht erwartet, dass sie gegen Augsburg hoch gewinnen, aber ich hätte auch nicht erwartet, dass sie knapp 1-0 die bezwingen und noch Glück haben, dass Finn Bogason Elfmeter verschossen hat. Aber Schalke hat es doch echt mal verdient, wieder 8-0 zu verlieren, oder? Na, finde ich nicht, dass sie es verdient haben und ich glaube auch nicht, dass sie es werden. Ich denke schon, dass die theoretisch schon auch das Potenzial haben, dass Bayern halt sich mit einem knappen Sieg irgendwie auch zufrieden gibt, weil die jetzt in der letzten Zeit auch nicht so überragend performt haben. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns mal auf die Quoten schauen, die werden uns Aufschluss geben. Ich kann mir halt vorstellen, dass gerade so ein Bayern München mit Schalke, da gibt es ja eine nicht wegzudiskutierende Rivalität zu den beiden Teams, dass sie sagen, hey, jetzt lass uns die mal richtig da noch fertig machen. Also ein -2 für Bayern trotz der letzten Wochen hat aus meiner Sicht schon Value. Du hast vorhin gesagt, wir haben ein bisschen Börsensprache reingebracht. Jetzt ist es ja in der Börse so, die haben jetzt eine Seitwärtsbewegung gehabt, auf gutem Niveau die Bayern, und die müssen jetzt mal wieder richtig einen raushauen. Ja, das schätze ich auch. Und gegen wen, außer gegen den Tabellenletzten, wäre es angebracht, hier auf ein -2 zu gehen für Bayern. Bin ich dabei, 1,87, Bayern 2 Tore Vorsprung. Das, da muss man kein Genie sein, aber dann wird es aber auch Zeit, dass die Bayern sich wieder von der Champions-League-Siegerseite präsentieren. Wir bitten darum.
Und zum Abschluss dieses 18. Spieltages gibt es das Duell zwischen Hoffenheim mit Sebastian Hoeneß und dem 1. FC Köln mit Gisdol, der ja jetzt im Prinzip haben ja beide jetzt am letzten Spieltag einen Befreiungsschlag gelandet und somit auch die Jobs der Trainer so ein bisschen erstmal gesichert. Sehen wir hier eine bessere Mannschaft, einen Hoffenheim-Sieg bei 1,9? Tendiert man zu einem Unentschieden oder hat man sogar vielleicht jetzt einen Kölner Aufwärtstrend, der gegen die direkten Duelle der letzten 6 Jahre sprechen würde? Das ist eine gute Frage. Klar ist, Hoffenheim spielt unter seinem Potenzial auf einer Tabelle. Sie haben halt gegen eine Berliner Mannschaft gewonnen, die echt schlecht performt hat in den letzten Wochen. Und deshalb ist schwer zu sagen, ob man diesen Sieg jetzt, wie man diesen Sieg jetzt einschätzen soll. Köln hingegen macht immer seine Serien, holt dann immer Serienpunkte und verliert dann mal wieder ein paar Wochen und sind jetzt auch, glaube ich, in der Tabelle, zumindest mit ein bisschen Abstand auf Rang 17, da wo sie am Ende ungefähr hingehören, zwischen 14 und 16. Ich glaube, unentschieden ist für beide Teams nicht so verkehrt. Also ich glaube auch nicht, dass, wenn es jetzt lange zum Beispiel 1-1 oder 0-0 oder was auch immer stehen würde, dass Hoffenheim dann wirklich auf alles rausgeht. 3 Punkte, die für Hoffenheim sprechen. Köln hat erst 15 Tore geschossen. Hier könnte man sagen, die haben weniger Gegentore kassiert als Hoffenheim. Das ist natürlich was, was eher für Köln spricht, dass sie da hinten mit Bielefeld und Bremen ja eigentlich so noch gute Abwehrreihen haben. Also wenn man sieht, hier sogar Gladbach hat 26 Gegentore. Aber für Hoffenheim spricht in meinen Augen ein gewisser André Kramaric, der ja einfach einer der besten Stürmer dieser Bundesliga ist, mindestens, wenn nicht sogar international auch zu den, Mann, ich will jetzt da nicht irgendwie polarisieren, aber er ist schon ein Top-Stürmer, keine Frage. Und der ist natürlich was, was Köln natürlich unbedingt gerne hätte, weil 15 Tore ist halt einfach nicht bundesligareif. Das ist ein großer Pluspunkt für Hoffenheim. Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich die allgemeine Qualität der Mannschaft. Und finde ich auch sogar die Quote deswegen mit 1,9 auf eine Mannschaft, die wesentlich höher stehen müsste wie Hoffenheim, ist eine gute Quote gegen eine Mannschaft wie Köln, die jetzt so mit Ach und Krach gegen Schalke gewonnen hat. Also da braucht man wirklich jetzt nicht unbedingt Angst haben vor Köln und deswegen würde ich diese 1,9 auf Hoffenheim bevorzugen, eher sogar als ein Unentschieden. Ja, dafür müssen sie erstmal, für mich, dass ich da mitgehe, wirklich 2-3 Wochen gute Spiele hinlegen. Ja, aber das ist ja dann das Problem, wenn so ein Trend dann 2-3 Wochen geht, dann ist er schon wieder vorbei. Man muss diese Trends vorher erkennen und da ist dieses 3-0, finde ich, schon Trend genug. Aber gut. Die Spiele gegen Freiburg, gegen Stuttgart, gegen so viele Mannschaften, die hängen ihnen noch nach, da bin ich nicht dabei. Na gut. Aber, Radek, wir haben es auch jetzt wieder geschafft, uns immerhin auf 4 Tipps zu einigen. Und die stelle ich jetzt einmal vor und dann geben wir beide noch unseren eigenen Extra-Tipp des Spieltags ab und schauen mal, dadurch, es gibt kein Veto quasi, sondern nur jeder hat seinen eigenen Extra-Tipp dann noch. 2x setzen wir 0,3 Einheiten auf Gladbach, BVB unentschieden und Leverkusen gegen Wolfsburg unentschieden. Dazu haben wir einen Freiburger Sieg mit Asian Handicap 0, also auf Denglisch Draw No Bet. Und wir sagen, Bayern schießt die Schalke ab. Asian Handicap minus 2 gibt für den Auswärtssieg immerhin noch eine 1,87. Und dann kommen noch unsere persönlichen Wetten des Spieltags. Die von der Regelung dürfen nichts mit den Partien zu tun haben, die wir bereits getippt haben. Und Radek, ich lasse dir den Vortritt. Ja, ich habe es ja schon wirklich ins Auge gefasst. Hertha gegen Bremen ist 0-0 in meinen Augen. Ich setze außer Konkurrenz 0,1 Einheit auf ein unter 0,5 Tore-Spiel und würde eine Zehnerquote nageln. Und ich setze eine komplette Einheit, und wie gesagt, das wird natürlich alles getrackt, auf den Sieg der Eintracht aus Frankfurt in Bielefeld. Na, damit gut, klar. Sind wir eigentlich schon, ja, fast bei einer halben Stunde angelangt. Wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und Radek, die letzten Worte für dich. Ja, oder man macht eine Double Bet aus Leipzig-Sieg und Bayern-Sieg. Da gibt es ja auch fast eine 1,7, 1,8 wahrscheinlich dafür. Aber gut, das so waren die schlechtesten letzten Worte, die ich je gewählt habe. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.